Der bekannte Enthüllungsjournalist und Bestsellerautor Gerhard Wisniewski ist ein unbestechlicher Chronist unserer Zeit, der durch seine profunden Analysen immer wieder für Aufsehen sorgt. Ich bin jetzt mit Herrn Wisniewski verbunden, um mit ihm über seine Einschätzung der aktuellen Lage zu sprechen. Grüß Gott, Herr Wisniewski. Grüße Sie auch, freut mich. Wunderbar, dass Sie in diesen turbulenten Tagen Zeit für unser Gespräch haben. Herr Wisniewski, mit 2022 liegt ein enorm ereignisreiches Jahr zu drei Vierteln hinter uns. Was droht uns noch bis zum Jahreswechsel? Schätzen, rechnen auch Sie mit einem heißen Herbst? Ja, eigentlich schon, weil es gibt ja einerseits sozusagen oder überhaupt Gesprächsbedarf zwischen Bevölkerung und Regierung, würde ich mal sagen, oder Mitteilungsbedarf seitens der Bevölkerung. Nämlich, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Ja, das ist das eine. Zum anderen habe ich aber auch das Gefühl, dass die Regierung auch selber Werbung macht für einen heißen Herbst. Ja, und auch die Mainstream-Medien, weil es sind ja alle Medien voll mit diesem Begriff heißer Herbst, heißer Herbst. Deswegen einen heißen Herbst. Also ich habe auch das Gefühl, einerseits hat die Bevölkerung diesen Bedarf nach Demonstration oder Meinungskundgebung, aber andererseits möchte man das auch seitens der Regierung haben. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht eine Eskalation haben möchte, dass es also zu Gewalttaten kommt oder so. Dann wäre natürlich der nächste Schritt die Verhängung des Notstandes, Ausnahmezustandes oder ähnliches, ja. Und deswegen wird es sicherlich spannend im Herbst, denke ich mir. Aber es ist auch ein guter Teil Regierungspropaganda dabei. Und eben auch der Beigeschmack der Angst, der Panik, oh Gott, was wird da passieren? Damit werden wir schon die ganze Zeit regiert sozusagen. Ja, mit dem kommenden Kälteeinbruch wird sich zeigen, wie akut die Energiekrise sein wird. Wie hart schätzen Sie diesen Winter ein, dass er werden kann? Ja, das ist schwer zu sagen, weil da werden ja ganz verschiedene Zahlen gehandelt. Aber wenn natürlich die Preise so massiv steigen, ist es natürlich klar, dass die Leute sich immer weniger Wärme, Gas, Strom, was auch immer leisten können. Ja? Und das wird natürlich auch die Situation in Anführungszeichen befeuern im Sinne von Wut, von Aggression gegen die Regierung, gegen den Staat. Und das ist, denke ich, alles einkalkuliert. Also ich denke, es gibt da einen Fahrplan, der soll da hinführen in diesen heißen Herbst. Und da müssen wir uns drauf einstellen. Der Stellvertreterkrieg zwischen der NATO und Russland in der Ukraine war ja von Anfang an ein Wirtschaftskrieg, der mittlerweile auch zu enormen Verwerfungen geführt hat. Deutschland hat mittlerweile die 1 Million Ukrainer als Flüchtlinge aufgenommen, die Zelensky-Regierung mit Milliarden Euro beschenkt. Und dennoch hat Annalena Baerbock bei ihrem letzten Kiew-Besuch vor einer zunehmenden Kriegsmüdigkeit Europas gewarnt. Wie weit kann Deutschland, die Regierung, noch gehen? Wie weit kann sie den Bogen noch überspannen? Also ich meine, das muss man sich erstmal vor Augen halten, dass ein Regierungsmitglied vor Kriegsmüdigkeit warnt. Ja, also aus meiner Sicht finde ich das eigentlich ganz gut, wenn Kriegsmüdigkeit endlich einziehen würde auf allen Seiten. Und es schockiert mich, das, was diese Frau von sich gibt, aber das ist ja nicht das erste Mal. Und ja, wie wird es da weitergehen? Ich fürchte, dass dieser Krieg noch eine Weile andauern wird, weil er niemandem so sehr nützt wie dem Westen, also insbesondere den USA. Das mag vielleicht manchen überraschen, aber wenn es diesen Krieg nicht gegeben hätte oder wenn er nicht angefangen worden wäre seitens Putin, hätte man ihn quasi erfinden oder selbst anfangen müssen. Denn jetzt entstehen ja ganz, ganz viele Vorteile für den Westen, insbesondere für die USA. Also es gibt eine Spaltung zwischen Europa und Russland. Es gibt insbesondere eine Spaltung zwischen Russland und Deutschland, worauf die Angloamerikaner seit über 100 Jahren hinarbeiten. Es werden unglaubliche Waffengeschäfte gemacht, Waffen bestellt. Plötzlich ist Europa, ist es im Gespräch, dass Europa nicht mehr russisches Gas kauft, sondern amerikanisches Gas. Dann überwinden die USA die Legitimationskrise der NATO. Ja, also das Bündnis wird neu legitimiert. Das braucht man ja unbedingt bei diesen schrecklichen Nachbarn. Dann steht eine NATO-Erweiterung im Raum. Ich bin nicht ganz informiert, wie weit die schon ist. Ich glaube, um Schweden und Finnland. Das sind ja alles feuchte Träume der Amerikaner.
die hier verwirklicht werden. Ja? Und das muss man sich mal vor Augen führen. Und es gibt auch Strategiepapiere seitens der USA, zum Beispiel von der RAND Corporation, das ist eine regierungsnahe Think Tank, wo also wortwörtlich drinsteht als Strategie, wir müssen Russland überdehnen. Ja? Das heißt also, man muss es in so viele Scharmützel verwickeln, dass die militärische Kraft immer mehr ausdünnt und dann nicht mehr ausreicht, um Russland zum Beispiel zu verteidigen oder neu eroberte Gebiete zu verteidigen. Also es wird mir eigentlich ein großer Weihnachtswunschzettel für die Vereinigten Staaten verwirklicht, auf den sie schon seit vielen Jahren hingearbeitet haben. Militärhilfen für die Ukraine, Milliarden für die Ukraine, Waffen für die Ukraine, Militärberater und so weiter. Und nun stand Putin so weit in der Ecke, dass er auch gar keine andere Wahl mehr hatte. Hätte er nicht befürchten wollen, dass die USA und die NATO noch mehr über die Ukraine an die russische Grenze heranrücken. Mit dem Endziel, Freibahn zu den russischen Rohstoffen zu erhalten, mehr oder weniger, was auch ein Ja. geopolitisches Ziel seit langer, langer Natürlich. Zeit ist. Aktuell erleben wir ja unabhängig von den ukrainischen Flüchtlingen einen Asylzunahme, der so groß ist wie 2015, der über uns hereinbricht. Und faktisch ist dieser Flüchtlingsstrom ja eigentlich niemals dazwischen abgebrochen. Wie wird sich das auf die ohnehin schon explosive Lage hier in Europa auswirken? Ja, ich meine ja, wie schon angedeutet, dass dieser Krieg auch hauptsächlich gegen die EU und insbesondere gegen Deutschland geführt wird, über die Bande Russland sozusagen, wie beim Billard. Ja. Und deswegen passt das in die Strategie, dieser neue Flüchtlingsstrom im Sinne einer Ausdünnung der deutschen Bevölkerung und einer Identitätsschwächung, sodass Deutschland immer weniger ja auch die Bevölkerung ist schon so, wie soll ich sagen, also mit Migranten auch aufgefüllt, dass da gar keine einheitliche Position, keine deutsche mehr irgendwann noch entstehen kann, kein einheitlicher Wille, das Land zu verteidigen. Ja? Denn das müssen Sie alles militärisch sehen, was hier passiert, auch Flüchtlingsströme. Ich habe schon vor 8 Jahren, glaube ich, über die sogenannte Migrationswaffe geschrieben. Der Begriff stammt nicht von mir, sondern von einer amerikanischen Wissenschaftlerin, die darüber ein Buch geschrieben hatte. Diese Migrationswaffe, so muss man das jetzt sehen, die wird jetzt auch voll eingesetzt. Also es geht voll gegen Deutschland und gegen Europa. Also Gasboykott, Rohstoffeboykott, Flüchtlingsströme. Also man versucht, dieses zentrale wirtschaftliche Land Europas platt zu machen, und zwar von Seiten der Westalliierten des Zweiten Weltkrieges, sprich also USA, Großbritannien hauptsächlich. Sie haben diese Antwort jetzt eigentlich schon vorweggenommen auf diese letzte Frage, aber für viele Menschen ist sie trotzdem noch offen. Sind diese multiplen Krisen, die wir momentan erleben, auf die Unfähigkeit der politischen Klasse zurückzuführen oder steckt hinter all dem ein großer Plan? Noch einmal ganz deutlich, wie schätzen Sie es ein? Ja, natürlich steckt dahinter ein ganz großer Plan. Ich sehe das so, dass wir im Moment uns im dritten Weltkrieg befinden, insbesondere gegen Deutschland, aber auch gegen Europa, aber Deutschland als wirtschaftliche Zentrale Europas. Und diese Fortsetzung dieser Kriegs, wie soll ich sagen, Trilogie, war ja schon lange geplant. Deutschland hat einmal ein ganz großes Hoch erlebt nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war ein propagandistisches Hoch. Man wollte Deutschland als Schaufensterstaat gegenüber dem Osten einrichten, in dem also Demokratie und Wohlstand herrschen. Und nachdem der Osten sozusagen sich aufgelöst hat, war Deutschland in der Form nicht mehr nötig, beziehungsweise musste diese Rolle nicht mehr spielen, dieses Schaufensterstaates. Ja. Und deswegen kann man jetzt die Trilogie vollenden, dieser drei Welt- oder Europakriege, und Deutschland endgültig, ich sage jetzt mal volkstümlich, platt machen. Darum geht's. Zum Ende darf ich noch dazu sagen, auch daran, dass ja all diese Maßnahmen oder diese Phänomene, die wir zurzeit erleben, die greifen ja wirklich ineinander wie die Zahnräder einer Maschine. Ja? Also es kann ja nicht mehr schlimmer kommen und es gibt kaum positiv drehende Zahnräder. Es gibt nur, fast nur negativ drehende Zahnräder. Ja? Das sind keine Zufälle, sondern natürlich, das sind geostrategische Planungen,
der Vereinigten Staaten und hauptsächlich Großbritanniens aus meiner Sicht. So wie Sie das sagen, wird Deutschland ja vom Globus gefegt oder soll vom Globus gefegt werden. Gibt es da noch irgendwelche Hoffnung? Tja, also ich meine, Deutschland ist schon des Öfteren in diese Fallen getappt in der Geschichte und es tappt auch diesmal voll rein. Ganz einfach, weil das Personal schon längst installiert wurde. Deutschland hat kein unabhängiges, souveränes Personal mehr, politisches Personal mit einer deutschen Identität. Und deswegen sehe ich jetzt nicht, ich sage das ja ungern, also ich lasse mich gerne widerlegen, wie Deutschland da realistisch betrachtet rauskommen sollte. Ich meine, die einzige Chance wäre die sofortige demokratische Absetzung der Regierung und die Auswechslung ganz vieler Funktionsträger, alles friedlich natürlich. Aber dann würden wir immer noch dem angloamerikanischen Globalblock und seinen Verbündeten gegenüberstehen, weil sie müssen sich überlegen, dass Deutschland ja eigentlich überhaupt keine Freunde hat, überhaupt keine. Das ganze EU-Getue, das ist alles nur Show, ja. Wenn Sie sich die geografische Lage betrachten, Deutschlands, dann sehen Sie, es ist eingeschlossen in Mitteleuropa zwischen lauter anderen Staaten. Und all diese Staaten haben kein Interesse an einem starken Deutschland, ja. Als Zahler, ja, aber das stimmt, nur das Ende ist ja absehbar. Deutschland wird ja jetzt komplett ausgenommen im Zuge dieser ganzen Waffengeschäfte und Hilfen für die Ukraine, der neuen Flüchtlingsströme, was das kostet, ja. Der erste Raubzug war die Corona-Krise, die musste bezahlt werden. Und jetzt kommt diese Krise, die ja auch wieder den Steuerzahler, den Bürger sein Vermögen kostet, letztlich, weil der muss letztlich zahlen. Herr Wisniewski, damit sind wir am Ende. Danke vielmals für diese klaren Worte. Die hat noch kaum jemand so deutlich formuliert, aber es trifft die Problematik auf den Punkt in Ihrem Wenn Gewohnten. ich das noch sagen darf, ich tue mich schwer, solche Worte auszusprechen und ich habe mir das auch immer wieder gut überlegt. Aber es hilft ja auch einem Krebsarzt nichts, wenn er seinem Patienten, der bereits also von Krebs durchsetzt ist, wenn er dem die Diagnose verheimlicht. Ja? Vielleicht gibt es ja noch eine Chance und diese können wir aber nur ergreifen, wenn wir die Lage kennen und die Lage, die ist katastrophal. Ich bin ebenso davon überzeugt, zu 100%, dass es absolut notwendig ist, das Kind so beim Namen zu nennen. Und ich danke Ihnen auch sehr herzlich dafür. Danke Ihnen für das Interview.